Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Port. Ja, wir schauen mal da rein, weil wir noch einen Tisch kaufen müssen, weil ich keine 13 wasserdichten Stoff zur Verfügung habe. So. Und dann investiere ich einfach 9000, das ist mir auch scheißegal. Was brauchen wir da? Regenbogenblumen habe ich kein einziges. Okay, ja, da könnte ich was verkaufen, aber warum sollte ich irgendwas verkaufen? Ja. Ja, also es war schon. Also ich weiß es gar nicht mehr, wie die einzelnen Tempel waren. Aber es war jetzt nicht so meins. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich daran so extrem gestört hat, aber jetzt, ich mochte das Zelda einfach nicht so. Also mein Lieblingsteil ist ja Minish Cap, dann dicht gefolgt von Wind Waker, dann kommt Ocarina of Time. Ja, das ist schon cool, also es ist nicht schlecht, aber irgendwie, keine Ahnung, ich mochte das nicht. Ich weiß nicht, es war nicht so mein Teil. Ja, das hattest du ja eigentlich auch in Twilight Princess, dass du halt in zwei verschiedenen Welten irgendwie denken musstest. Also da hattest du es halt nicht so extrem, aber ja, Twilight Princess finde ich auch noch besser. Okay, ich brauche ein größeres Grundstück. Ich kann sonst meinen Banketttisch nirgends aufstellen. Das ist alles. Was habt ihr heute alle mit meinem scheiß Museum? Ich würde aber nicht mal schwören, dass dann die Dana da nicht dabei ist im Museum. Sie heute nicht den Stadttag hat, aber die hat da hinten noch nicht ihre Mine eröffnet. Also meiner Meinung nach ist sie noch nicht da. So. Was ist mit Ack los? Ja, der hüpft hier rum. Vier Schwerter, ja, vier Schwerter war mega geil. Leider ein bisschen kurz, weil das war eigentlich mehr so ein Spin-off, glaube ich. Aber vier Schwerter war echt geil. Ist vier Schwerter. Ach, das will ich auch unbedingt demnächst noch spielen im Stream. Gehen wir jetzt in welche Ruinen gehen wir jetzt? Wir gehen in die Zweier, weil wir Essen brauchen. Das sieht nicht gesund aus. Ja, der braucht ein Bein. Aber so weit sind wir noch nicht. Also ich glaube, das Bein, das kriegt er erst, wenn es so Freund mit uns ist. Aber der kriegt dann auch Einladungen und alles. Und die steigen und sitzen alle hoch. Wir brauchen eigentlich nur noch diese Grundstückserweiterung von Gale und dann geht's auf. Dann hält uns gar nichts mehr auf. So. Und wir suchen jetzt ein paar Sachen, dass wir das Museum ausbauen können. Wenn wir nebenbei noch ein bisschen Eisen finden würden, wäre das richtig cool. Aber das tun wir irgendwie nicht. Ach, das war ein Ventil. Ja, das habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Schmiermittel, Feder, Ruhe, Waschmaschine, Herdungsflüssigkeit. Brauchen wir auch nicht mehr, aber das da hinten könnte ein Relikt sein. Könnte auch ein Motor sein. Hätte ich auch nichts dagegen, weil uns Motoren extrem fehlen. Nee, das ist eine Eulenuhr. So, dann haben wir da oben Härtungsflüssigkeit. Brillenglas, denke ich mal. Ach, gehen wir zur Wunderlampe. So. Ist es nicht schön, einfach diesen Bohrer zu haben und einfach sich hier durchbuddeln zu können? Das finde ich echt angenehm. So, da haben wir eine Kiste, da haben wir einen Eiseneimer. Und da haben wir einen Obertreff und eine Energielampe vielleicht. Ah, ich nehme mal die Kiste mit. Weißt du, was Wichtiges drin ist? Nee, natürlich nicht. So. Oh, was habe ich denn da? Ach, da ist ein Raum. Energielampe Unterteil. So, Lanze. Das könnte auch ein anderes Stecken sein.
Ich bin mir immer ein bisschen unschlüssig. Axt, ja. Wäre wohl eine Axt gewesen. So. Dann haben wir da noch so ein paar Teilchen. Die nehmen wir mal mit, falls wir die nochmal brauchen. Ich glaube es nicht. Und noch Eulen. Ich glaube, wir kriegen schon wieder eine Eulenhuhe hin. Haben wir gestern erst 2 Stück gebastelt und heute basteln wir wahrscheinlich 5. Keine Kisten. Ich nehme jetzt mal keine Kisten mehr mit. Außer die liegen natürlich im Weg dann schon, aber... Ja. Das ist Schmiermittel. Eulenuhr. Schon wieder Eulenuhr. Nochmal Eulenuhr. Sind wir hier gerade in der Höhle der Eulenuhren gelandet, oder was? Immer nach da unten, weil das rechte auch kein Brillenglas sein könnte, sondern was anderes. Ich glaube es zwar nicht, aber schauen wir uns das mal an. Ja, passt. Dann geh mal raus. Ich baue uns mal los. Das ist Axe-Motto. Okay, ja klar. Muss nur morgen arbeiten. Nachmittags. Aber ich habe so eine stressige Woche. Was heißt stressig? Also ich arbeite nur an zwei. Ich habe 2 stressige Tage. Morgen ist Vormittag Spanisch. Also muss ich in die Schule. Muss dann unbedingt noch Vokabeln lernen. Und dann ist... arbeite ich nachmittags. Dann ist eh schon ein richtig heißer Tag morgen. Schon wieder, auch schon wieder super. Freue mich schon wieder drauf. Und ja, nach der Arbeit dann, ja, gehe ich vielleicht ins Bad. Und dann, am nächsten Tag bin ich dann praktisch Vormittag arbeiten und nachmittags bin ich dann in der Schule und kriege endlich meine Noten. Und ja, mal schauen. Es kann ja eigentlich nicht so was Schreckliches rauskommen, dass da halt, dass ich durchgefallen werde. Das kann ja nicht mehr passieren. Außerdem weiß ich ja, was ich da hingeschrieben habe, deswegen weiß ich, dass es nicht absolut scheiße sein kann. Ja. Und deswegen, das wäre auch der Grund, weswegen eventuell ich nicht sofort anfangen kann damit. Ich habe vielleicht eine neue Festanstellung. Okay, cool. Das ist krass. Glückwunsch. Ich war gestern mit welchen aus meiner Klasse essen, die meinten so, ja, sie machen jetzt Ferienjob und machen dann richtig fett Kohle. Habe ich gefragt, was sie verdienen. Ja, 2,2. Okay. Ausgerechnet. Ja, Glückwunsch, ihr seid knapp über Mindestlohn. Ja. Keine Ahnung, habe ich mich wieder über meinen Job gefreut, dass ich ja stark über Mindestlohn bin. Eine Energielampe. Nice, können wir in den Garten stellen dann. So, 25 Faserstoff. Oder wir machen Seil. Ich bin dafür, wir machen Seile. Weil wir bisher ein Problem haben mit Seilen. Brauchen wir andauernd, aber wir haben keine. So. Der ist fertig. Dann machen wir doch hier. I don't know. Verbundholzbretter. Ein bisschen mal Hartholz wiederholen. Mein linkes Auge, okay. Okay. Ja. Hört sich doch nicht schlecht an. Die Zinnlegierungen machen wir mal, weil die brauchen wir auch irgendwie dauerhaft. Hin und wieder. Selten. Manchmal. So, dann räumen wir das alles weg. Und dann können wir eigentlich schlafen gehen. Okay. Ja, jetzt kommt auch der Baumwollzeug. Dann würde ich sagen, wir können echt schlafen gehen, weil ich meine, alles läuft. Und ja, war mal wieder erfolgreich.
Ja, in Jogginghose bei der Arbeit auftauchen ist ein bisschen fail. Also es gibt bestimmt Jobs, wo man das machen kann. Aber das sollte man halt nicht tun. Also ich ziehe morgen wieder ein Kleid an. Also ich habe mir das jetzt schon so ausgemalt, ich ziehe morgen Kleid an. Also nicht welches, aber ja. Meine H&M-Bestellung, die wurde bei immer noch nicht mal losgeschickt. Und ich denke mir langsam mal so, wow, langsam brauche ich das Zeug. Heute ist Ankündigung. Wird das etwa schon Gays ein Erholungsgebiet werden? Man weiß es nicht. So, alles wegräumen. So, 6 Eisenholz kriegen wir am Tag. Der Luxus. Nee, da nicht. Da. Da passt eine Energielampe gut hin. So. Dann machen wir für den Bürgermeister gleich mal so einen Tisch. Weil einschleimen kann man sich ja immer. Und dann gehen wir mal in Auftrag uns. Ach, heute ist Samstag. Ja, da brauchen wir uns gar nicht so beeilen. Da kann man in Ruhe schauen, wo der Bürgermeister ist. Oder wir gehen schnell da rein. Weil die Polly gerade rein ist. Das Nintendo-Kleid. Nein, ich gehe da nicht mit Kleidern. Also ich gehe in die Arbeit mit schönen Kleidern, da wo ich businessmäßig drin aussehe. Muss ja irgendwas. Ich arbeite ja was Richtiges. Ich bin ja jetzt nicht YouTuberin vom Beruf. Da, schief. Das menschenfressende Sofa. Unten stimmt was nicht. Da. Sind die Stacheln normal? Der da vorne ist nicht normal. Gleich erkannt. Ist das zu lang? Da. Und jetzt noch eine Kleinigkeit. Das stimmt doch nicht. Okay. Wie geschafft. Dann können wir jetzt einen Bürgermeister suchen. Ist das für einen Investitionsanfang? Nee. Ganz ehrlich, ich bin eigentlich zufrieden mit meinem Job und jetzt dann studiere ich und dann schauen wir mal. Yay, er ist mein Freund. Nee. Ich, also tatsächlich in der Arbeit bin ich ein anderer Mensch. Also das kannst du nicht mit hier vergleichen. So, 24.000, ja, kein Geld. Oh, das ist gar nicht so eine große Erweiterung, wie ich dachte. Das reicht jetzt gerade aus, um die Montagestation zu erhöhen. Oh, ich bin aufgestiegen. Cool, was nehmen wir dann? Social Skills, eigentlich. Ja, das ist alles hier günstiger wird. Okay, dann, muss ich mal ganz kurz zum Gast und den fragen, was der denn überhaupt braucht. Ja, als wenn du halt irgendwie ein Steuerbüro arbeitest, solltest du halt nicht irgendwie bescheuert im Kopf sein. Das könnte dir negativ ausgelegt werden. Hallo, Albert. Montagestation verbessern. Will ich verbessern? Sprechen. Verbessern. Okay, jetzt war Silikon-Chipsets. Okay, jetzt war Silikon und hartes Aluminium. Okay.
Silikon, hartes Aluminium. Sollten wir da haben? Nein, natürlich nicht. Okay, aber dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn es weitergeht, bei My Time at Portia. Bis dahin, bye.